Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Ja, bei mir ist Verstärkung eingetroffen, und zwar der 57er Kugelgrill von Weber. Und wie man den zusammenbaut, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Da unten steht der Karton. Scharfes Messer habe ich, Brett werde ich heute wohl nicht brauchen. Und wir packen den mal direkt als allererstes aus. Und hier haben wir schon die Einzelteile. Wir sehen, hier oben haben wir eine Bedienungsanleitung. Ja, Bedienungsanleitung ist nichts für Männer, aber mal besser haben als brauchen. Noch eine Zusammenbauanleitung, das ist schon mal schön. Guck mal, hier haben wir schon die Aluschale und zwei Kohlekörbe dabei. Nochmal ein bunter Verleiher mit 1000 lustigem Zubehör. Hier haben wir den Deckel, auch gänzlich ohne Material, weil der befindet sich hier unten drunter. Also hier haben wir den Kohlekorb und so ganze Kleinzeug dabei, sehr schön. Und direkt darunter ist schon der große Kessel. Und ja, hier sind schon mal die Füßchen dran, also die sind angeschweißt, das heißt, wir müssen ja bloß stecken, das ist schon mal sehr schön. Und ganz unten sind noch so zwei Räder und hier die untere Ablage. Dann hier die Stützen, nochmal eine Stütze in der Dreie. Und hier haben wir nochmal den großen Rost, den klappbaren mit dem GBS-System drin. Die Halterung ist jetzt wahrscheinlich hinten für den Deckel, ja? Und der Kohlerost. So, schaffen wir mal das ganze Papier zur Seite und fangen wir an zu basteln. Jetzt habe ich mir erstmal alle Teile so weitestgehend ausgepackt und zusammensortiert, dass ich die da habe, weil ich finde immer nichts Schlimmeres, als irgendwelche Folien noch aufreißen müssen, wenn man gerade schon mal dabei ist. Und habe schon mal so die Bedienungsanleitung studiert, beziehungsweise die Aufbauanleitung. Also hier sind es 15 Schritte und das klingt nach einer absolut lösbaren Aufgabe. Und ja, ich fange einfach mal an. Also als erstes müssen wir so Clips unten drin stecken, das schaffe ich. Als erstes montiert man hier so die Clips, da sind so eine kleinen Nupsis dran. Die steckst du immer hier überall drin, in alle drei Beine. Dann schnappst du dir den Ring hier und ziehst du unten diesen W-Hebel durch. Und musst den jetzt irgendwie hier so genau zwischen die Beine zwischenklemmen. Da sind hier so eine kleine Lasche, siehst du das? Und drückst du immer runter, dann hast du ihn drin. Ungefähr so. Und unten sind so kleine Füßchen, die verhakt man dann unten an den Fußhaltern. Einfach nach vorne schieben, an jeder Seite, genau eins. Und so weiter runter noch. Ja, und dann sind sie drin. Der nächste Step sind jetzt die Räder und dann macht man schon mal diese Stangen ran. Schnappt sich so ein Rad und da ist hier so eine kleine Kappe, die man raufhämmert. Macht das jetzt nicht auf den Fliesenboden, da geht die kaputt, so ein Holzboden, der kriegt eine kleine Delle, die geht aber wieder raus. Auf der Seite und die andere Seite nochmal ganz genauso. Und dann beginnen wir schon mit der ersten kleinen Hochzeit und zwar werden wir die jetzt hier die Füße hier schon mal anstöpseln. Da muss man einfach gucken, dass dieser kleine Haken hier praktisch vorne auf den Griff zeigt. Und da steckt man die Beine hier rein. Hoppla, das ist ein bisschen frickelig. Was man nicht machen sollte, ist drauf rumhämmern oder irgendwie drauf rumkloppen, weil die dann schief. Ja, jetzt kommen wir schon zum ersten, was mir auffällt. Also der Hersteller sagt, man muss die erst hier reinstecken in den Kessel, so hier. Ich habe es jetzt auf der anderen Seite aber ausprobiert. Das geht einfach viel einfacher, wenn man das erstmal in das Rohr hier drin steckt. Weil da muss man sich nicht da doppelt dran vorbeipösern, sondern dann drückst du den einfach rein. Und hier versenkst du ihn kurz. Drückst runter. Und dann kommt der Idealfall raus. Genau so. Dann haben wir das letzte Rohr. Das hat ein Loch, was ein bisschen weiter am Ende dran ist und eins, wo weiter weg ist. Und hier so eine Kappe. Und die muss darauf praktisch, da wo der Abstand größer ist. Und hier machst du so, dass du erst praktisch hier in diesen Haken einführst, den Fuß, praktisch da, wo der größere Abstand ist. Und hier machen wir wieder so, wo das Loch ist. Ich nehme den hier wieder raus und mache den tatsächlich hier in den Stab, in den Fußstab rein. Weil das hat sich echt rentiert, das so zu tun. Und da ist er drin. Das ist der Moment, wo wir den schon hinstellen können. Und ich würde sagen, wer faul ist, könnte schon anfangen zu grillen. Ja, aber ich habe so Sachen ganz gerne fertig gemacht, deshalb machen wir auch noch weiter. Jetzt sind die nächsten Teile, die wir verbauen. Und zwar ist hier der Deckelhalter.
Das muss man als RSD hier immer durchstüpseln. Hier hinten ist so eine Markierung, sieht man, da ist die Mitte. Und dann stecken wir jetzt die Halter für den Deckel auf. Die breite Seite immer nach außen. Also praktisch jetzt hier nach innen. Also an diesen Knick ran. Und dann können wir schon anfangen zu schrauben. Zuerst setzen wir die mal hier oben an. Da ist so eine Unterlegeschraube, eine Unterlegescheibe natürlich und eine Schraube dabei. Und hier ist so ein kleines Schraubapparillo. Finde ich sympathisch, bin ich immer zu voll, Werkzeug zu suchen. Da ist die erste Rolle schon wieder ab. Und hier an der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Und unten kommt jetzt noch das Blech zwischen. Dann eine Schraube dazu, also gehört nicht so viele Schrauben dabei, kann man nicht viel verwechseln. Wieder hier durch. Die unvermeidliche Unterlegescheibe. Die Schraube und festziehen. Als nächste Maßnahme setzen wir den Aschetopf ein. Also rechts und links in die Nase einhängen und hier immer richtig kräftig drücken. Und dann sitzt der. Dann Innenleben rein, also praktisch erstmal unter den Kohlerost. Und die Kohleschalen. Und obendrauf der Rost. Und in den Rost kommt praktisch der jeweilige GBS-Einsatz, ist jetzt der mitgelieferte hier. Zack, da nochmal rein. Dann haben wir noch so einen Plastikgriff. Der wird hier vorne so eingesteckt. Und dann da so zusammengetan und hier vorne mit einer Kreuzschraube miteinander verschraubt. Deckel und Griff, ich denke auch das ist klar. Steckst du hier hin und schraubst den wieder fest, weil dann kannst du den Deckel auch vernünftig anfassen. Ja. Dann haben wir hier den Deckelthermometer. Das steckt man auch in die Einzelöffnung durch, wo geht. Und zwar ist das hier. Zack. Und setzt hinten so eine Flügelmutter an. Und bevor man die richtig festschraubt, also jetzt muss man kurz gucken, wie das ist. Dann muss man gucken, ob das richtig steht nach unten. Ich würde sagen, kann man eine halbe Umdrehung. So. Und dann kann man richtig festschrauben. Ja, also der passt schon mal rein, der Deckel. Der passt noch auf. Was für eine Heldentat. Und als letztes macht man bloß noch hier die Radkappen drauf. Kurzer Schlag und die sitzen. Schon sind wir fertig. Die ganze Aktion hat in realer Zeit 25 Minuten gedauert. Also finde ich, ist ein überschaubarer Zeitaufwand. Wenn man handwerklich geschickt ist und das schon zwei, drei Mal gemacht hat, geht es wahrscheinlich sogar noch schneller. Anfangen zu grillen würde ich jetzt noch nicht. Ich werde ihn jetzt noch immer auswaschen und immer richtig hochheizen, weil wenn man sich meine Hände mal anguckt, also siehst du überall so, ja, so Öl und so Metallrückstände. Und die hast du jetzt drin. Und wenn du jetzt das erste Mal grillst, würde das erstmal fürchterlich nach Öl und altem Metall riechen. Und das willst du nicht am Fleisch haben. Deshalb immer auswischen, hochheizen, bis er nicht mehr riecht und dann kannst du loslegen. Wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über den einen oder anderen Kommentar, wo ihr mir vielleicht mal sagt, was ich soll denn auf dem Gerät mal so mal grillen für euch. Und ansonsten freue ich mich über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei meinem Zweitkanal bei Einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.